Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen digitalen Veranstaltung. Dies ist ein besonderer Tag, ein Tag, der nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern für viele Deutsche, für viele Europäer mit großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden ist. Denn heute wird Joe Biden als 46. Präsident der USA in das Amt eingeschworen. Unser digitaler Talk steht unter dem Titel Transatlantisch, Fragezeichen, traut euch, Ausrufungszeichen, für eine neue Übereinkunft zwischen Deutschland und Amerika. Mein Name ist David Deisner und ich bin Geschäftsführer der Atlantikbrücke und darf Sie heute durch die Diskussion führen. Wir begrüßen Sie natürlich mit dem gebührenden Abstand aus der Landesvertretung Baden-Württemberg, die uns hier freundlicherweise ihre Räumlichkeiten für die Übertragung zur Verfügung gestellt hat. Hierfür unser ausdrücklicher Dank. Unser Gespräch ist das Warm-up, wenn Sie so wollen, eine intellektuelle Aufwärmung. Ab 16.45 Uhr übertragen wir hier aus der Landesvertretung die Abschlussveranstaltung unserer Reihe Road to Election and Beyond, in der wir die Inauguration mit einem hochrangig besetzten Programm umrahmen werden. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen heute den Inhalt eines gemeinsamen Papiers, eines Positionspapiers in Grundzügen vorstellen und zur Diskussion stellen, das im Verlauf der letzten Monate als Ergebnis eines Dialogprozesses zwischen Expertinnen und Experten transatlantischer Organisationen, politischer Stiftungen und Thinktanks entstanden ist. Es formuliert eine grundlegende transatlantische Positionsbestimmung und ein konkretes Ideen- und Maßnahmenpaket für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit unter Präsident Joe Biden. Sie finden das Papier auf Deutsch und Englisch auf einer eigens eingerichteten Website unter anewagreement.org. Mitgearbeitet an dem in ganzer Länge 22-seitigen Papier, das auch in der gestrigen Ausgabe des Tagesspiegels in einer Kurzversion erschienen ist, haben Kolleginnen und Kollegen der Amerika-Häuser, des ESPM Instituts, des German Marshall Fund, der Münchner Sicherheitskonferenz, der Brookings Institution, der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der DGAP, um nur einige zu nennen, natürlich auch der Atlantikbrücke. Mitgezeichnet wurde der Text von insgesamt 19 Personen, alle Co-Autorinnen und Co-Autoren und auch die Redner, die heute als Vertreter der Gruppe zu Wort kommen, äußern in diesem Papier ihre persönliche Meinung und nicht die der Institutionen oder die Institutionen, mit der sie affiliiert sind oder für die sie tätig sind. Ich begrüße ganz herzlich in Vertretung der Gruppe der Autoren in der Reihenfolge, in der Sie auch gleich zu Wort kommen werden, zunächst einmal Thomas Kleine-Brockhoff. Herzlich willkommen, Thomas. Er ist im Kreise der Transatlantiker muss man ihn eigentlich nicht vorstellen. Er ist Vizepräsident und Berliner Büroleiter des German Marshall Fund of the United States. Von 2013 bis 2017 war er Leiter des Planungsstabs und der Abteilung Reden im Bundespräsidialamt. Herzlich willkommen, Thomas. Danke. Meiner Rechten, Dr. Ellen Überscheer ist seit 2017 im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, gemeinsam mit Barbara Unmüßig. Sie ist verantwortlich für die Inlandsarbeit der Stiftung sowie für Außen- und Sicherheitspolitik Europa und Nordamerika, die Türkei und Israel. Herzlich willkommen, Ellen. Danke. Zugeschaltet jetzt digital ist Heinrich Braus. Er ist Generalleutnant AD der Bundeswehr und war von Oktober 2013 bis Juli 2018 beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung und ist heute Senior Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der DGAP. Hallo Heiner, auch schön, dass du mit dabei bist. Und zu meiner Linken Dr. Stormy Mildner. Sie ist die neue Direktorin des ESPM Instituts in Berlin. In den vergangenen 6 Jahren war Stormy Abteilungsleiterin für Außen- und Wirtschaftspolitik im Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI. Herzlich willkommen, Stormy. Noch eine Housekeeping-Remark, ein Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte schicken Sie uns Ihre Fragen über die Q&A-Funktion dieses Tools und wir werden dann versuchen, möglichst viele Ihrer Fragen natürlich in die Diskussion dann auch einzubinden. Die erste Frage an dich, lieber Thomas. Joe Biden steht unzweifelhaft vor gewaltigen Herausforderungen, vor allem innenpolitischen Herausforderungen. Was er vorfindet, ist ein zutiefst gespaltenes Land, ein durch die Ereignisse auch des 6. Januar, wenn man so sagen will, traumatisiertes Land. Washington ist verbarrikadiert mit Zäunen und NATO-Draht. Er wolle die Nation heilen, die Menschen wieder zusammenführen, hat er angekündigt. Schwerpunkt in der Außenpolitik sei die Renovierung der beschädigten Beziehungen mit den Partnern der westlichen Allianz. Eigentlich also eine gute Ausgangsbedingung, könnte man ja meinen, für einen Neubeginn auch der deutsch-amerikanischen Beziehung. Und trotzdem hören wir auf dieser Seite des Atlantiks immer wieder sehr, sehr skeptische Töne, zurückhaltende Töne. Es wird vielleicht freundlicher im Ton, der Umgang wird netter werden auf dem diplomatischen Parkett, aber die zentralen Streitpunkte werden bleiben.
besteht für uns hier in Deutschland die Gefahr, die Chancen auf einen Neubeginn jetzt in abwartender Zurückhaltung oder vielleicht sogar in fatalistischer Resignation zu verschlafen? Warum überhaupt eine neue Übereinkunft? Das müssen wir ja begründen und das tut dieser Text, das tut dieses Positionspapier. Darf ich dich bitten, sozusagen das transatlantische Kernargument einmal zu umreißen? Danke, David. Also klar, das Argument, dass Trump und Joe Biden quasi siamesische Zwillinge sind, die nur im Ton und im Stil anders sind und man deshalb da ganz vorsichtig sein muss, umgibt uns. Aber das ist geprägt von einem Missverständnis. Und dieses Missverständnis besteht darin, übersehen zu wollen, dass da ein Internationalist auf einen Nationalisten folgt, ein Allianzfreund auf einen Allianzkritiker und ein Klimaaktivist auf einen Klimaleugner. Ich könnte so fortfahren. Also wer das nicht für einen gravierenden Unterschied hält und für eine große Chance, den kann ich nicht gut verstehen. Es wird weiterhin strittige Fragen geben, aber die lassen sich eben auf anderer Basis miteinander verhandeln und sich auch einigen. Ich sehe also keinen Grund darin, mit angezogener Handbremse auf diesen Präsidenten zuzugehen. Das Argument, das man gelegentlich hört, in 4 Jahren ist das alles wieder vorbei und dann kommt vielleicht Trump 2 und wir sollten uns da nicht so weit aus dem Fenster hängen. Mit dieser Art angezogenen Handbremse gehen wir ja auch nicht auf Frankreich zu, obwohl da 2022 auch eine andere Präsidentschaft vorstellbar wäre. Und auch das Argument, dass Biden eine innenpolitische Präsidentschaft vor sich hat und außenpolitisch wir eigentlich auf uns alleine gestellt sind. Vielleicht haben die letzten 2 Wochen gezeigt, dass es genau umgekehrt ist, dass die Gemeinsamkeit der Demokratien ein so wichtiges Kernelement der amerikanischen Politik sein wird, dass wir darauf vorbereitet sein sollten. Deswegen glaube ich, und hier kommen wir zu diesem Kernargument, David, das du erfragt hast, wir glauben, dass Ambitionslosigkeit eigentlich die größte Gefahr ist für diesen Moment. Man kann diesen Moment vergurken und vergeigen, indem man einfach nur versucht, Tagespolitik zu machen, in eine freundliche Normalität zurückgleitet, vielleicht auf ein paar Initiativen reagiert, die von dort ausgehen. Wir glauben, das ist zu wenig. Die Bundesrepublik braucht eine Idee. Sie braucht einen Plan, sie braucht politischen Willen und den haben wir so eine neue Übereinkunft genannt. Denn eine neue Übereinkunft ist notwendig, um einige der Kernfragen, die sich aus der veränderten Weltlage ergeben, neu aufzusetzen, neu zu diskutieren. Es ist eine Strukturreparatur notwendig, die nicht im Klein-Klein untergehen darf. Wir müssen auch bedenken, dass man das Transatlantische über Biden hinaus sichern muss, dass es einfach nicht ausreicht, nur über eine Legislaturperiode zu reden. Und deswegen braucht man eine neue Übereinkunft, um diese Partnerschaft langfristig auf solide Füße zu setzen. Denn wir haben ja eine Lehre doch aus der Trump-Zeit gezogen. Und wir hätten gerne die folgende Lehre ziehen wollen auf America First oder America First means Europe United, also heißt das Vereinigte Europa. Wir müssen gemeinsam auf Trump reagieren. Unsere Erfahrung ist ja gewesen, dass wir eigentlich das Gegenteil erlebt haben, eine Fragilisierung Europas, eine Gespaltenheit, Risse in unserem Gebäude waren die Antwort auf Trump. Der Versuch, Europa zu spalten, war ja eher erfolgreich als nicht erfolgreich. Und deswegen brauchen wir auch Amerika für Europa. Das wird gerne vergessen. Wir brauchen Amerika nicht nur, weil wir wenig verteidigungsbereit sind, sondern wir brauchen es auch, um Europa zu bauen. Und deswegen glaube ich, dass man den Wahlspruch der letzten Legislaturperiode in Deutschland, der lautete transatlantisch bleiben und europäischer werden, geradezu umdrehen müsste. Der müsste nämlich nach Trump meiner Ansicht nach heißen, transatlantischer werden, um europäisch bleiben zu können. Das ist der Ausgangspunkt, von dem wir Biden als Chance für eine neue Übereinkunft betrachten wollen. Denn wir sind, und das ist eigentlich ein wesentlicher Gesichtspunkt, der die Rahmensetzung beschreibt, befinden uns in einer anderen
geopolitischen Lage. Nach 500 Jahren kommt Europa als strategische Kern der Welt. Diese Vorstellung ist an ihr Ende gekommen und daraus sind Konsequenzen zu ziehen. Es ist keine europäische und es ist auch keine deutsche Zukunft denkbar, in der die Europäer und besonders die Deutschen nicht mehr für ihre eigene Sicherheit verantwortlich sein müssen. Und das muss sich auch unter einem Präsidenten Biden niederschlagen. Und deswegen glauben wir, haben wir 5 Themenfelder identifiziert, in denen wir eine Übereinkunft benötigen werden, die sich an diese Veränderungen, an diesen Veränderungen orientiert. Wir werden ein Geben und Nehmen im Thema China-Koordination brauchen, in dem sich unsere Ansichten annähern und wie, werden wir gleich vorstellen. Wir werden eine neue Übereinkunft brauchen, damit Amerika eine europäische Macht bleibt in der NATO. Wir werden im Klimathema, einem neuen Herzstück der transatlantischen Beziehungen mit Biden, eine neue Gemeinsamkeit überhaupt erst entwickeln müssen nach dieser Periode. Und wir werden im Handel die Stagnation, die Rückschritte im WTO-Bereich neu im Lichte des chinesischen Aufstieges und der chinesischen Verhaltensweise gemeinsam angehen müssen. Dabei wird es ein solches Geben und Nehmen geben müssen. Das ist die neue Übereinkunft. Wir glauben, dass die repräsentiert werden muss. Wir brauchen dazu ein Narrativ. Man muss das begründen. Man wird das auch der Bevölkerung gegenüber begründen müssen. Das heißt, wir brauchen hier politische Führung der Bundeskanzlerin und des amerikanischen Präsidenten. Es wird aber auch 2 andere Dinge werden notwendig sein. Man wird das Narrativ beschreiben müssen, warum und zu welchem Ende wir das alles tun. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben wir verstanden, was dieses Narrativ ist. Das Narrativ wird die Demokratie sein, die Stärkung von Menschenrechten, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, auch Nachhaltigkeit. Das wird das sein, was demokratische Staaten verbindet. Und das wird das bleiben, was uns mit Amerika verbindet. Und das alles werden wir auf eine andere Basis stellen müssen. Es wird nicht ausreichen, sozusagen die alten Eliten werden dann ihrs machen und dann werden wir sehen, wo das hingehört. Ich glaube, wir werden eine neue, auch zivilgesellschaftliche Basis, eine breitere Basis benötigen, auf der das transatlantische Verhältnis beruht. Und da bieten sich wie immer mit Amerika Anknüpfungspunkte, auch neue Anknüpfungspunkte. Das sind Minderheiten, eben die Bekämpfung des Klimawandels, die Überwindung von Rassismus und Sexismus, Wandel der Arbeitswelt. All das sind Themen, die in ihrer emanzipatorischen Ausprägung immer das Herz dessen sind, was den Westen schon immer attraktiv und was ihn schon immer stark gemacht hat. Nämlich die ständige umkämpfte Annäherung an ein demokratisches Ideal. Das wäre das, was in dieser neuen Übereinkunft oben drüber als Chapeau drüber zu schreiben wäre. Also wir erwarten und erhoffen uns von der Bundesregierung und den Parteien des Deutschen Bundestages eine Initiative, um auf Joe Biden zuzugehen. Und wie genau, das werden meine Kollegen und Kolleginnen Ihnen sagen wollen. Vielen Dank, Thomas Kleine-Brockhoff. In der Tat, wenn wir jetzt etwas genauer hineinleuchten in die einzelnen Themenkomplexe, wir kommen zu 2 Themenkomplexen, die in unserem Papier ausführlich besprochen werden und die Anknüpfungspunkte nicht nur für eine Intensivierung, sondern für einen wirklichen Neubeginn der transatlantischen Beziehungen versprechen. Das ist die Pandemiebekämpfung Covid-19 und natürlich auch der Umgang mit den sozialen und den wirtschaftlichen Folgen und der Klimaschutz. Alan, wenn es Joe Biden mit seinem Bekenntnis zu Multilateralismus ernst meint, dann wird er zeigen wollen und zeigen müssen, dass internationale Zusammenarbeit notwendig ist und wirklich zum Erfolg führt, wenn es darum geht, diese Pandemie zu bekämpfen. Bisher hielt es ja die US-Administration nicht für notwendig, sozusagen einem internationalen Koordinierungsgremium beizutreten oder da gar in eine Führungsrolle zu gehen. Was bedeutet das jetzt sozusagen mit dem Beginn der neuen Administration konkret für Deutschland und Europa? Welche Angebote können und sollten wir machen? Ja, danke, David. Wir müssen Angebote machen, denn nichts tun ist tödlich. Das sehen wir, das wissen wir und wir sehen, dass Joe Biden genau an diesem Punkt notwendigerweise ansetzt und ansetzen muss. Wir haben uns
als Gruppe darauf verständigt zu sagen, mit Joe Biden ist nach 4 Jahren das erste Mal wieder die Gelegenheit gegeben, überhaupt multilateral eine große globale Krise zu bekämpfen. Die G7 als Wertegemeinschaft, Thomas Kleine-Brockhoff hat darauf hingewiesen, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit, das und nachhaltig kommt natürlich dazu, das sind die Themen, die auch hierzulande in Europa und vor allem in Deutschland in der Pandemie mitverhandelt werden. Und mit G7 als Wertegemeinschaft, die darauf fußt, können wir international die Krise wirksam angehen. Und wir schlagen vor, dass sich Deutschland in Washington für eine Aufwertung der G7 in Pandemiebekämpfungsfragen und natürlich auch in der Vorsorge für zukünftige Pandemien und der möglichen Vermeidung einer Pandemie stark macht. Was könnte das sein? Ziele einer revitalisierten G7 könnten sein, ein globales System der Infektionsfrüherkennung zu etablieren, der Beobachtung, der Pandemiereaktion. Das beinhaltet auch digitale Formen der Pandemiebekämpfung, Stichwort Corona-App, die in allen Ländern gleichermaßen nutzbar wäre. Stichwort Pandemic Playbook, also Handlungsprotokolle für zukünftige internationale Reaktionen auf den Fall des Ausbruchs eines neuen Virus. Und für die unmittelbare Wirkung der G7 könnte die gegenseitige Unterstützung vor allem im Moment durch vereinfachten Handel für medizinische Güter und Ausrüstungen, durch Abbau von Exportkontrollen, von Zöllen, von nicht-tarifären Barrieren. Alles das könnte jetzt ein Beitrag sein, der schnell Nützlichkeit und Wirksamkeit in der Pandemiebekämpfung auf multilateraler Ebene entfaltet. Und natürlich, Stichwort geben und nehmen, was Thomas Kleine-Brockhoff genannt hat, Wiedereintritt in die WHO der Vereinigten Staaten und gleichzeitig die COVAX-Initiative handlungsfähig machen. Da sind viele Aufgaben, an denen Deutschland arbeitet und intensiver weiterarbeiten muss und das wirkungsvoller tun können wird mit den USA. Zu deiner zweiten Frage, David, nach dem Klima. Thomas Kleine-Brockhoff hat das auch gesagt. Aus unserer Sicht ist die Klimafrage der Game Changer in den neuen Beziehungen. Auf Englisch heißt unser Papier ja More Ambition, Please. Nun würden viele in diesem Land und gerade junge Generationen sagen, More Ambition, Please, nicht nur in transatlantischen Fragen, sondern auch in Klimafragen und das auf beiden Seiten des Atlantiks. Allein das ist ein Hoffnungszeichen, auf das man aufbauen und aufsetzen kann, auch politisch, auch was die Zustimmung der Bevölkerung angeht. Wir haben einen ambitionierten Klimaplan von Biden und Harris schon vorliegen und wir sehen darin viel Kongruenz mit europäischen Zielen, die im letzten Dezember nochmal nach oben gesetzt worden sind. Bis 2050 Klimaneutralität, das hat sich die EU vorgenommen mit Deutschland gemeinsam oder Deutschland als Teil der EU und in den USA genauso. Also hier bieten sich weitreichende Chancen für Kooperation. Ich will 3 Dinge nennen. Das erste ist natürlich eine gemeinsam gut abgestimmte Klimadiplomatie in Richtung Glasgow, in Richtung COP26 und den Verhandlungen dort. Das wird die zentrale Bühne sein, eine neue Gemeinsamkeit in klimapolitischen Fragen zu demonstrieren. Und ambitionierte Ziele nicht nur zu vereinbaren, sondern tatsächlich umzusetzen. Und mein zweiter Punkt ist Austauschforen, die es gegeben hat, die im Grunde genommen im Winterschlaf sind. Ja, der US-EU-Energierat sollte genutzt werden, um über klimapolitische Themen im Detail zu reden, über die Frage von Cybersicherheit im Energiebereich, über die Frage von Offshore-Windanlagen, über die Frage von Batterieallianzen, über die Frage von technologischen Gemeinsamkeiten. Und es können neue Gremien etabliert werden. Es ist schon länger auf dem Tisch, die Idee einer Clean Energy Bank, die gemeinsame Investitionen in Technologien fördert. Stichwort oder Vorbild BioNTech, Pfizer. Diese Arten der Kooperation kann man sich im Klimabereich wie in kaum einem anderen Bereich wunderbar vorstellen. Und der dritte Punkt, den ich nennen will, ist, dass sich auf substaatlicher Ebene gerade in der letzten Zeit sehr viele Kontakte etabliert haben. Stichwort Under Two Coalition zwischen Baden-Württemberg. Wir sind hier in der Landesvertretung von Baden-Württemberg und Kalifornien. Diese Initiativen gilt es auch bundespolitisch zu stärken und weiterzuentwickeln
um genau auf diesem Feld wirklich einen Frog Leap zu machen. Denn die Frage der Standardsetzung, auch in WTO-Fragen, darauf wird ja Stormy Mildner noch zu sprechen kommen, wird eine entscheidende Frage dafür sein, ob wir als wertegeleitete liberale Demokratien in der Lage sein werden, die Welt zu formen und zu prägen, oder ob es autoritäre Staaten mit ganz anderen Konzepten sein werden. Es gibt viel mehr zu sagen, David. Ich gebe jetzt aber an diesen Punkt zurück. Näheres ist natürlich nachzulesen in unserem Papier. Vielen Dank, Ellen Überscheer. Und wir kommen zum nächsten Thema oder zu den nächsten beiden Themenkomplexen, zu denen Heinrich Braus sprechen wird, nämlich NATO und transatlantische China-Politik. Heinrich, das Papier bezeichnet die NATO als den Glutkern der transatlantischen Partnerschaft. Viele haben ja schon den Abgesang auf die NATO angestimmt. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, die NATO ist der Glutkern? Wir meinen damit, dass die NATO von überragender Bedeutung für das transatlantische Verhältnis ist und für die Zusammenarbeit der transatlantischen Partner. Die NATO war das jahrzehntelang und angesichts der Veränderungen im internationalen System ist sie es eigentlich heute umso mehr. In den vergangenen 4 Jahren unter Trump haben wir schmerzlich hinreichendes Engagement der Amerikaner in der NATO und vor allem Führung durch die Amerikaner vermisst. Jetzt gibt es die Chance, dass sich das ändert. In unserem Papier führen wir aus, dass der Umgang mit China der archimedische Punkt der transatlantischen Beziehungen werden wird. Und schon ist. Der Aufstieg Chinas zur Weltmacht und dessen Folgen beeinflussen alle wesentlichen transatlantischen Politikfelder. Warum ist das so? Parteiübergreifend, und das ist wichtig, der gesamte Kongress betrachtet China als den strategischen Hauptkonkurrenten und als Bedrohung der Weltmachtrolle der USA. Daher verlagern die Amerikaner ihren strategischen Schwerpunkt in den indopazifischen Raum, das heißt von Europa und von dem Nahen Mittleren Osten eigentlich tendenziell weg. Das hat massive Folgen für die NATO und die Sicherheit Europas. Thomas Kleine-Brockhoff hat angedeutet, aus welchen Gründen amerikanische militärische Präsenz in Europa für unsere Sicherheit und Stabilität auch bis auf Weiteres unverzichtbar ist. Wir weisen in unserem Papier aber auch darauf hin, dass ein demokratisches, stabiles, sicheres und prosperierendes Europa als Partner der USA für den Erhalt deren Weltmachtrolle gegenüber 2 autokratischen Mächten, Russland und China, unverzichtbar ist. In dieser Konstellation liegt die Chance und die Notwendigkeit für eine neue Übereinkunft zwischen Amerika und Europa und Deutschland zur Entwicklung der Allianz. Und zwar mit folgenden Elementen. Die Europäer mit Deutschland an erster Stelle erhöhen ihre Fähigkeiten zur konventionellen Verteidigung Europas substanziell. Sie nehmen auch mehr politische Verantwortung durch erhöhtes politisches Engagement in den Krisenregionen in Europas Peripherie war, in der Region des Nahen und Mittleren Ostens. Sie entlasten damit die USA in Europa und erleichtern es ihnen, sich auf den indopazifischen Raum zu konzentrieren und die Interessen der Demokratien dort zu finden. Die dazu notwendige gemeinsame Handlungsfähigkeit der Europäer, die es zu entwickeln und zu stärken gilt, stärkt die transatlantische Partnerschaft mit den Europäern als eigenständige, konstruktive Partner der USA, nicht ohne oder gegen sie. Amerika wiederum bekräftigt seinen Beitrag zur kollektiven Beistandsgarantie der NATO und untermauert ihn durch dauerhafte, glaubwürdige und militärische Präsenz in Deutschland und Europa, durch seine nukleare Schutzzusage. Für Deutschland bedeutet dies alles. Erstens, das beschleunigte Herstellen der vollen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und das Bereitstellen der dafür notwendigen Mittel Jahr für Jahr. Die Bundeswehr muss mittelfristig eine führende Rolle für die Verteidigung Europas übernehmen. Zweitens, die volle und schnelle Umsetzung, oder schnellere als bisher geplant,
Umsetzung der NATO-Streitkräfteziele, denen Deutschland zugestimmt hat. Und drittens das Festhalten an der nuklearen Teilhabe als Ausdruck der Risiko- und Lastenteilung und der äußersten Solidarität unter Verbündeten und die sichere Umsetzung der nötigen Modernisierungsschritte. Das bedeutet die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges. Und viertens das engagierte Mitarbeiten Deutschlands daran, die NATO als politisches und als militärisches und politisches Bündnis zu stärken und den Nordatlantikrat als Forum für politische und strategische Debatten der transatlantischen Partner über alle gemeinsamen Sicherheitsfragen, also auch über China, zu stärken. Und damit wären wir bei dem zweiten großen Thema China. China ist der archimedische Punkt der künftigen transatlantischen Beziehungen, das haben wir schon ausgeführt. Und der strategische Hauptherausforderung für Amerika. An China werden die Amerikaner parteiübergreifend bemessen, ob ihre europäischen Verbündeten konstruktiv, nützlich und verlässlich sind. Wovon dann amerikanisches Entgegenkommen, Einigungswille und Engagement und der Wille zur Zusammenarbeit mit Europa abhängen. China ist ja dreierlei: Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, also auch ideologischer Gegner zum gesamten Westen bei erklärtem gleichzeitigem globalen Machtanspruch und daraus erwachsen Chancen, aber auch Gefahren für den indopazifischen Raum und weit darüber hinaus. Amerikanische und europäische und deutsche Interessen sind nicht immer identisch, was China angeht. Aber die Abstimmung, die Koordination und wo immer möglich ein gemeinsames Vorgehen der transatlantischen Partner gegenüber China sind von überragender Bedeutung. Daher ist auch hier eine neue Übereinkunft erforderlich. Mit folgenden Elementen, wie wir glauben. Die Regierung Biden sollte Trumps Versuch einer wirtschaftlichen Abkopplung beenden. Deutschland und Europa sollten anerkennen, und Konsequenzen daraus ziehen, dass offene Handelsbeziehungen mit China mit sicherheitspolitischen Einschränkungen bei Hochtechnologie, sicherheitsrelevanten Produkten und zum Schutz strategischer Infrastruktur verbunden sein müssen. Drittens, Deutschland sollte darauf drängen, das europäisch-amerikanische Forum zur China-Politik zu stärken, um abgestimmtes Auftreten in handels- und wirtschaftspolitischen Fragen gegenüber China zu fördern. Wir haben vorgeschlagen, dass die beiden Vizepräsidenten der USA und der Europäischen Kommission dieses Forum leiten sollten. Viertens, gemeinsam sollten die transatlantischen Partner in ihrer China-Politik Fragen der Menschenrechte mit ordnungspolitischen Prinzipien verbinden. Sie sollten, und Deutschland sollte, die Partnerschaften zu den liberalen Demokratien des indopazifischen Raumes, Australien, Südkorea, Japan, aber auch Indien vertiefen, auch im Rahmen der NATO. Und in Abstimmung mit den USA sollte Deutschland seine Beziehung zu Taiwan stärken und auch die Verletzung von Menschenrechten durch China öffentlich thematisieren. Dies alles wird einen Preis verlangen, aber die Einbindung Chinas in die internationale Ordnung sind aus unserer Sicht ebenso wie das vitale Bündnis mit Amerika für Deutschland und Europa überragender und langfristiger Bedeutung. Und damit zurück zu dir, David. Vielen Dank, lieber Heiner. Wir kommen jetzt zum letzten Themenkomplex in der Vorstellung, bevor wir dann zum Q&A-Teil kommen. Nochmal der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte schicken Sie uns gerne Ihre Fragen. Wir werden dann versuchen, so viele Fragen wie möglich einzubinden. Stormy, die Handelspolitik, das war sicher der zentrale Zankapfel sozusagen in den letzten 4 Jahren und auch wirklich das Krisengebiet sozusagen im Transatlantischen. Die USA haben nicht nur Strafzölle verhängt, sie haben mit Zöllen auch auf Autos gedroht, sie haben sich aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP zurückgezogen, NAFTA nachverhandelt. Ist es naiv zu glauben, dass Joe Biden, der natürlich auch signalisieren muss, dass ihm amerikanische Jobs, amerikanische Produktion am Herzen liegen, sich hier neu orientiert und pro-europäischer möglicherweise auch sozusagen
eher auf Partnerschaft orientiert ist mit Blick auf Deutschland. Was können wir hoffen und wie sollten wir uns positionieren? Ja, vielen Dank für die super Frage, David. Vor 5 Jahren hätte ich nicht gesagt, dass ich mal sagen würde, die TTIP-Zeiten waren schöne Zeiten, sondern das waren schwierige Zeiten. Aber die letzten 4 Jahre, die waren wirklich in der Wirtschaft ausgesprochen schwierig. Also die Ausgangslage ist schon eine vergiftete Wirtschaftspolitik in den transatlantischen Beziehungen. Und du hast es gerade gesagt, mit den Handelskonflikten, also US-Zölle auf Stahl und Aluminium, unglaublich hohe Anti-Dumping-Zölle auf Aluminiumbleche, die Androhung von Zöllen auf Autoimporte, dann der Airbus-Boeing-Konflikt, das ist zwar ein alter Konflikt, aber nichtsdestotrotz eskaliert, der Konflikt in der WTO über den Streitschlichtungsmechanismus, divergierende Interessen bei China, Russland-Sanktionen, ich könnte die Liste weiter fortsetzen. Also die Ausgangsbedingungen sind wirklich, wirklich schwierig. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen und sagen wir brauchen einen Neustart. Und warum brauchen wir diesen Neustart? Den brauchen wir, weil wir uns brauchen. Ja, Deutschland und die EU darf und kann sich nicht genug sein, denn das Wirtschaftswachstum, das wir hier alleine generieren, das reicht nicht dafür, damit wir uns das leisten können, was wir in der Klimapolitik, in der Umweltpolitik, in der Sozialpolitik erreichen wollen. Dafür brauchen wir solides, gutes Wirtschaftswachstum und das wird in der Zukunft außerhalb von der EU, nämlich 60% außerhalb der EU, generiert werden. Dazu brauchen wir die USA für Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, Innovation, das können wir nicht alleine. Das ist aber nicht der einzige Grund. Der zweite Grund, warum wir die USA brauchen und wollen sollten, ist, weil wir eben gemeinsame Werte teilen. Ja? Also natürlich gibt es Unterschiede, in wie wir unseren Markt strukturieren. Wir sind ein bisschen sozialwirtschaftlicher unterwegs als die Amerikaner. Aber trotzdem, wir glauben in eine offene Marktwirtschaft, demokratisch basierte Systeme und in ein internationales System, was auf internationales Recht gebaut ist und den Schwächeren schützt und nicht auf ein System, was auf das Recht des Stärkeren setzt, das auf autokratische Systeme setzt. Und dem müssen wir eben, also diesem Alternativmodell, ja, also was auch aus China, wir haben es ja gerade gehört, kommt, dem müssen wir etwas gemeinsam entgegensetzen. Und das kann Europa nicht alleine. Das können wir nur mit den USA zusammen. Wird es einfach werden? Nein, natürlich nicht, weil in den letzten 4 Jahren unglaublich viel Vertrauen verloren gegangen ist in den transatlantischen Beziehungen. Und du hast auch gerade zu Recht gesagt, in Bidens Made in All America Plan und We Build Back Better steckt eine Menge Protektionismus drin und eine Menge Buy American und auch eine Menge, was uns nicht gefallen sollte. Also einfach wird es nicht werden. Ja, und deswegen und trotzdem sollten wir uns eben nicht zurücklehnen und sagen, jetzt warten wir erstmal, bis die kommen und gucken dann, was wir zusammen machen sollen, können, sondern es genau so machen, wie die Europäische Kommission ja schon begonnen hat, nämlich positive Agenda-Vorschläge den Amerikanern zu machen. Und das wird am besten da funktionieren, wo wir unsere eigene binnenwirtschaftliche Agenda mit internationalen US-Themen verbinden und andersrum eben genauso, wo wir die beiden Agenda, also die nach innen gerichtete beiden Agenda mit den außenwirtschaftlichen Themen verbinden. Und da greife ich gleich ganz viele von euren Punkten nochmal auf. Also das Thema Handel und Gesundheit, also ein Abkommen über die Vereinfachung vom Handel mit medizinischen Produkten. Klima und Handel. Der Handel mit Umweltgütern beispielsweise. Digitales und Handel, ja, E-Commerce, wie gehen wir mit Daten um? Ganz wichtiges Feld für Kooperation. Aber auch, wie gehen wir mit den Umverteilungseffekten von Handel um? Also Handel und Soziales, ganz wichtiges Thema auch in Handelsabkommen. Ganz wichtiges Thema auch für die EU-Kommission. Ja, also wie setzen wir Sozial- und Umweltstandards durch? Das Thema Menschenrechte und Handel, ganz wichtiges Thema auch für Biden, ganz wichtiges Thema für uns und unsere Gesellschaft. Fairer Wettbewerb, China, Umgang mit Subventionen und letztendlich eben auch WTO-Reform. Wie setzen wir denn internationales Recht durch? Da haben wir so viele gemeinsame positive Anknüpfungspunkte. Das dürfen wir eben nicht, diese Chance dürfen wir nicht verpassen. Und deswegen letzter Punkt, was jetzt passieren muss.
Ja, was jetzt passieren muss, it takes two to tango. Ja, und das heißt, wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und unsere eigenen Hausaufgaben machen. In vielen von diesen Politikfeldern, das ist europäische Politik, das kann Deutschland sowieso nicht alleine, sind wir uns in der EU nicht immer ganz grün. Ja, in der China-Politik haben wir nicht immer eine ganz gemeinsame Linie. In der Russland-Politik haben wir es nicht, auch bei Digitalfragen nicht immer. Um ein starker und attraktiver Partner für die USA zu sein, müssen wir ein starkes Europa sein. Und damit möchte ich auch schließen, ein starkes transatlantisches Verhältnis braucht ein starkes Europa und ein starkes Europa braucht ein starkes transatlantisches Verhältnis. Vielen Dank, Stormy. Wenn ich vielleicht doch noch dir eine Anschlussfrage stellen darf zum Thema Technologie und Digitales. Ja. Jetzt hat sich die Europäische Kommission ja zum Ziel gesetzt, insbesondere die großen Plattformunternehmen sozusagen regulatorisch hart ranzunehmen. Es gibt viele immer noch auch unabgeschlossene Fragen. Wie gehen wir um mit transatlantischem Datentransfer? Hier fehlt zurzeit auch die rechtliche Grundlage, auch auf solche Fragen. Natürlich auch Fragen von Besteuerung. Im Digitalen geht das Papier ein. Kannst du vielleicht nur zwei, drei vielleicht Gedanken? Absolut. Da haben wir natürlich etwas unterschiedliche Ordnungsvorstellungen, wie wir mit Datensicherheit, auch mit privaten Daten umgehen. Darüber müssen wir natürlich reden, wenn wir so verflochten bleiben wollen, wie wir es im Moment auch sind oder das vielleicht auch noch steigern. Deswegen hatte die EU-Kommission einen Tech Council vorgeschlagen, in dem gerade diese Fragen eben diskutiert werden. Denn eine Gefahr, die ja besteht, ist, dass sich unterschiedliche Märkte entwickeln mit unterschiedlichen Standards. Ja? Und darüber müssen wir sprechen. Also wir wollen keine fragmentierte digitale Welt, sondern eine, in der wir miteinander zusammenarbeiten können. Allerdings, ich weiß, du bist der Moderator, aber du bist natürlich auch ein echter Kenner von Tech-Fragen. Vielleicht magst du auch selber was dazu sagen. Ja, also in der Tat geht unser Papier auch auf diese Frage ein. Wir haben natürlich durch den Austritt der Europäischen Union aus dem Privacy Shield Abkommen zurzeit Rechtsunsicherheit. Und das muss schnell behoben werden. Es geht auch zulasten großer deutscher Unternehmen, aber auch der Mittelständler, die ja viele ihrer Daten auch in Cloud-Services sozusagen allokiert haben, die auf der anderen Seite des Atlantiks liegen. Und wie hier überhaupt weiter verfahren werden kann, das muss schnell sozusagen auf eine solide rechtliche Basis gestellt werden. Und da glauben wir auch, dass die USA und Deutschland sozusagen natürliche Partner sind. Wenn wir darüber nachdenken, wie sozusagen Technologieregulierung der Zukunft aussehen soll, dann ist das nach unserer Auffassung auch am Ende eine Frage nicht nur der Ökonomie, sondern auch der Wertebasierung. Und da haben unsere asiatischen Konkurrenten völlig unterschiedliche Vorstellungen. Insofern sind wir da optimistisch und plädieren auch dafür, dass hier sozusagen die Gespräche fortgesetzt intensiviert werden und wir zu neuen Kompromissen finden. Jetzt aber wieder zurück in die Rolle des Moderators. Vielen Dank, Stormy. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem Q&A-Teil. Das haben uns in der Tat einige Fragen erreicht aus dem Publikum, aus dem digitalen Publikum, was uns sehr freut. Eine erste, etwas allgemeinere Frage. Und die zitiert eine Meinungsumfrage unter Deutschen. Es gab ja mehrere solche Umfragen. Was ist eigentlich die Wahrnehmung der Vereinigten Staaten? Sind die eigentlich noch unser Partner? Wie viel Vertrauen ist auch kaputt gegangen? Wolfgang Röhr fragt, Ende November, Anfang Dezember 2020 in 11 europäischen Staaten durchgeführte Umfrage des European Council on Foreign Relations ergab, dass 53% der befragten Deutschen kein Vertrauen mehr in die Amerikaner haben. Da die 2016 Trump gewählt haben und jetzt nochmal 74 Millionen. Ist das eine gute Basis für eine neue Übereinkunft? Was, wenn ich das vielleicht an dich schreibe? Die Notwendigkeit der neuen Übereinkunft. Man kann doch den Leuten nicht vorwerfen, dass sie diesem Amerika nicht unbedingt einen Vertrauensvorschuss geben, dass heute eine Weggabelung gekommen ist. Deswegen, meine Erfahrung mit solchen Umfragen ist, dass die ganz stark reflektieren, wer amerikanischer Präsident ist und dass das Vertrauen in das Land geprägt ist vom Vertrauen in die Führungsperson. Das heißt, wir sollten da nach einer Weile noch mal gucken, wie die Momentaufnahme dann weiterhin ist, ob ein Vertrauensaufbau stattfindet und dass hier ein Vertrauensverlust zu überwinden ist, ist ja der Ausgangspunkt von dem, was wir jetzt zu tun haben. Wie kann man zusammenwirken, um als Gemeinschaft der Demokratien und ohne die größte unserer Demokratien wird es damit nicht geben, eine glaubwürdige gemeinsame Politik oder eine mindestens koordinierte Politik hinzukriegen. Also ich würde da sagen, Vertrauensaufbau geht auch über Handeln.
Ärmel hochkrempeln und machen, Vertrauen aufbauen und wiedergewinnen. Das ist eigentlich das, was notwendig ist. Dazu wird Biden den ersten Schritt tun. Dazu sollten wir einen kongruenten Schritt von unserer Seite tun. Stormy, du möchtest auch was zu sagen? Zuerst. Und ich würde ganz gerne an das erinnern, was du am Anfang gesagt hattest, nämlich, dass wir auch kommunizieren müssen aus unseren politischen Eliten heraus und nicht kleinreden dürfen, dass Biden anders ist als Trump. Wenn wir kommunizieren in die Gesellschaft, dass es tatsächlich die siamesischen Zwillinge sind, die sich eigentlich nur im Ton unterscheiden, aber nicht in der Substanz, dann werden wir eine self-fulfilling prophecy ja haben und die Umfragewerte werden sich sicherlich nicht gravierend verändern. Das ist der eine Punkt. Und der andere, ich meine, diese 74 Millionen beschreiben die Größe der Aufgabe. Das ist sozusagen die Dimension. Und auf der anderen Seite ist ja Vertrauen, wenn wir auf die andere Hälfte des Landes gucken, in dieser polarisierten Gesellschaft, in der anderen Hälfte gibt es auch viele neue Vertrauensverhältnisse, von denen wir jetzt auch aufpassen müssen, dass wir die nicht verspielen, ja, und sagen, es ist alles, das wäre ja kontraproduktiv allen, die sich im Nachgang zum Mord an George Floyd im Rassismusfragen engagiert haben, in Demokratiefragen, junge Leute, die plötzlich in den Vereinigten Staaten in kleine Kommunalparlamente eingezogen sind, weil sie gesagt haben, man möchte jetzt in diesem Land etwas ändern und eine große Resonanz auf der anderen Seite des Atlantik gefunden haben. Und diese Menschen nicht zu enttäuschen, sondern zu sagen, und das gibt's jetzt, dafür gibt es jetzt auch Resonanz auf bundespolitischer und regierungspolitischer Seite. Ich finde, das ist die Chance, die Basis des Vertrauens, das schon da ist. Thomas, du hast anfänglich auch über das transatlantische Narrativ gesprochen. Einige der Fragen aus dem Publikum gehen auch in diese Richtung. Verfängt sozusagen die Erzählung von der transatlantischen Wertegemeinschaft, verfängt die noch, trägt die noch? Wenn wir da ein Land sehen, das so gespalten ist, dass ein Land sehen, in dem gewaltsam das Kapitol erstürmt wird, in der ein Land, von dem wir wissen, dass 400 Millionen Waffen, glaube ich, im Privatbesitz sind. Also wir haben ein bisschen das Gefühl, das ist ein Land, das mit Deutschland und vielleicht mit unseren Vorstellungen funktionierender Demokratie vielleicht nicht mehr so viel zu tun hat. Viele sind da emotional entfremdet. Also was ist denn vielleicht auch für die nachfolgenden Generationen? Du hattest es angedeutet, vielleicht kannst du es oder vielleicht auch ihr beide noch etwas ausführen. Was ist eine neue Erzählung des Transatlantischen für diejenigen, die sich jetzt emotional auch entfremdet fühlen? Ja, Amerika hat ja immer verschiedene Identifikationsangebote. Also Joschka Fischer ist das ja mal gefragt, wenn wie er sich denn an Amerika zugezogen fühlen konnte während des Vietnamkrieges. Hat er gesagt, Bob Dylan war viel wichtiger. Ja, also Amerika ist immer etwas und auch sein Gegenteil. Das heißt, was Ellen Überscheer gerade gesagt hat, es gibt eben auch das andere Amerika. Das heißt also, wir haben Anknüpfungspunkte, wie sie in offenen Gesellschaften immer da sind, zu unterschiedlichen Gruppierungen in der Gesellschaft, je nachdem, wo wir stehen. Ich möchte über das Grundphänomen dieser gespaltenen Gesellschaft noch ein Wort sagen. Wir verstehen das gerne als ein amerikanisches Problem. Da ist bei denen was los und da ist deren Demokratie, steht, wenn nicht in Flammen, so glimmt es doch dahinter drunter merklich. Ich sehe hier kein amerikanisches Problem vor mir und schon gar keins, das eine europäische Antwort hätte, sondern ich sehe eine gemeinwestliche Demokratie- und Vertrauenskrise, die sich auch abspielt, die sich innerhalb der Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften in ihrem Internationalismus stattfindet. Denn wir müssen bedenken, dass der Sturm auf den amerikanischen Kongress einen Vorläufer hatte im Versuch des Sturmes auf den Deutschen Bundestag, wo die gleichen Verschwörungstheorien und die gleichen Götter angerufen wurden. Das heißt also, wir haben diese Vertrauenskrise jenseits und diesseits des Atlantiks. Wir werden also nicht darum herumkommen, gemeinsam um diese Überwindung zu ringen. Und wir werden es nicht schaffen, wenn wir uns dabei spalten, wenn wir unterschiedliche Westens gründen. Das wäre meine Antwort auf die Frage, wie müsste man denn die Rahmenhandlung sehen? Und deshalb folgt daraus, wie muss dieses Narrativ sein? Das Narrativ ist,
übersetzt in moderne Formen, die Ellen Überscheer gerade schon angesprochen hat, mit anderen Themen als früher, der gleiche Versuch, uns dem demokratischen Ideal gemeinsam und in unseren politischen Gemeinschaften auch einzeln anzunähern. Das ist die Gemeinsamkeit. Wir erleben gerade, was passiert, wenn wir uns gegeneinander ausspielen lassen. Dann werden andere Normen setzen, dann werden andere ganz andere Musikstücke aufspielen. Deswegen ist das, glaube ich, das Narrativ, an dem wir und auch eine neue Generation sich wird orientieren können. Ich würde gerne gleich zwei Fragen aufgreifen aus dem Publikum. Klaus Wittmann fragt, wie wäre es mit einem selbstkritischen Blick auf deutsches Reden vom Multilateralismus, wo doch vieles sehr unilateral vorkommt. Energiewende, Flüchtlingspolitik, 2%-Debatte, Rüstungsexportregeln, Nord Stream 2. Zu Nord Stream 2 mehrere Fragen, unter anderem auch von Robert Bark. Ist zu befürchten, dass die Biden-Administration beim Thema Nord Stream 2 gegenüber der Bundesregierung die bisherige kompromisslose US-Haltung aufgeben wird oder nachgiebiger wird? Wie schätzt ihr das ein? Also vielleicht erstmal zur Frage, sind wir eigentlich konsistent sozusagen auf deutscher Seite, wenn es um Multilateralismus geht? Oder sind wir nicht vielleicht auch gerade in Bezug auf verteidigungspolitische Fragen gar nicht so multilateral, wie wir es vorgeben zu sein? Heinrich Braus vielleicht dazu? Haben wir gerade einen? Jetzt geht's. Die Frage ist schon berechtigt. Auf der einen Seite, aus meiner Erfahrung in der NATO und der Europäischen Union, kann man uns den Vorwurf nicht machen. Dort spielen wir im Allgemeinen eine sehr konstruktive Rolle und befördern oder sind bestrebt, alles zu befördern, was die Einheit der Bündnispartner oder in der Europäischen Union, die Einheit der Europäer und Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft, befördern. Die deutsche Präsidentschaft jetzt im letzten halben Jahr ist ja ein Beispiel dafür. Aber es gibt diesen Vorbehalt, den Klaus Wittmann thematisiert, dass es, wenn wir innenpolitisch in Schwierigkeiten geraten, wir dazu neigen, unilateral zu handeln. Und es sind zwei Themen, die von Bündnispartnern mir gegenüber immer wieder dafür genannt wurden. Das war der einseitige Rücktritt der Bundeskanzlerin vom 2%-Versprechen für die Verteidigungsausgaben, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung. Dass alle Bündnispartner nicht etwa unter Trump, sondern mehrfach unter Obama beschlossen und bekräftigt haben. Und es waren die Deutschen als Einzige, die davon abgerückt sind und unilateral bestimmt haben, wir gehen auf 1,5. Das hat man nicht nur in Amerika, sondern vor allem in Europa nicht verstanden. Bei den europäischen Verbündeten, vor allem denen, die sich auf uns verlassen wollen im Osten. Und das zweite ist tatsächlich Nord Stream 2. Da hat man unsere Argumentation bis heute nicht verstanden, dass das ein handelspolitisches Projekt sei. Und wir den Eindruck erwecken, als würden wir die strategische Dimension ausblenden. Und das strategische oder geostrategische Interesse Putins nicht thematisieren wollen, nämlich die Möglichkeit, die Ukraine und auch die osteuropäischen Verbündeten zu umgehen und Transitgebühren zu sparen gegenüber der Ukraine, damit Osteuropa zu schwächen, wohingegen doch Osteuropäer uns Verbündeten sein. Wir haben also teilweise den Eindruck erweckt, als würden wir der energiepolitischen Zusammenarbeit mit Russland Vorrang einräumen gegenüber der Treue zu Verbündeten in NATO und EU. Insofern gibt es da schon Klärungsbedarf, vor allem gegen unseren europäischen Partnern. Zurück zu dir, David. Habe ich vielleicht noch einen? Ich auch dann noch. Ja, bitte, weitere Worte dazu. Ein transatlantischer Neustart kann nicht darin bestehen, dass die Vereinigten Staaten der Europäischen Union beitreten und dass die jetzt alles so machen wie wir. Und es kann auch nicht darin bestehen, dass wir sagen, der Spiegel ist kein Instrument, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Wir wollen nicht gerne vor den Spiegel treten.
Also ein Neustart wird auch damit zu tun haben, dass man sich vorlegt, was unter Trump alles so einfach gewesen ist. Mhm. Was nämlich besonders einfach war, war Nein zu sagen, weil man mit dieser Regierung ja auch keine Blumentöpfe gewinnen konnte, innenpolitisch und unternehmen nicht mit ihr übereinstimmte und die Zuspitzungsstrategie von Konflikten auch nicht mitmachen wollte. Das ist jetzt anders. Und dazu gehört, dass man sich die Frage auch dann tatsächlich auch vorlegt, hat es vielleicht in den letzten Jahren einen deutschen Beitrag zum Auseinanderdriften gegeben und was könnte der deutsche Beitrag zum Wiederzusammenfügen geben? Es kann nicht so sein, dass wir uns nicht mit uns selbst und unseren eigenen Fehlern oder jedenfalls mit den Strategien, sie hinter uns zu lassen, zu beschäftigen. Und dazu gehört natürlich der deutsche Unilateralismus. Tommy, du wolltest noch? Ja, sehr gerne. Also letztendlich das, was wir gerade zu Russland gehört haben, kann man auch auf China übertragen. Ne? Also was du gerade gesagt hast, wir haben uns eben, es war relativ einfach, Nein zu sagen, weil wir die Mittel in der US-China-Politik nicht für gut beheißen haben. Ne? Also die Entity-Liste, also das Listen einzelner Unternehmen, Huawei in dem Fall, oder die hohen Zölle, die aufgeschlagen. Das war ein Weg, wo wir gesagt haben, den wollen und können wir nicht mitgehen. Und auf der anderen Seite haben wir uns schon auch dahinter versteckt, hinter dem Nein sagen. Und jetzt wird die Erwartung schon, oder ist die Erwartung eben schon sehr, sehr groß, dass sich Europa und Deutschland klarer positioniert in China-Fragen. Und das, worüber wir ganz schnell mit den Amerikanern sprechen müssen, ist das EU-US-Investitionsabkommen, was noch kurz vor dem Jahreswechsel per Handschlag besiegelt worden ist. Darüber muss man wirklich schnell sprechen, dass da keine Missverständnisse entstehen, dass Europa eben alleine gehen will. Ich würde ganz gerne noch etwas zum Politikfeld Handel sagen. Ne? Es ist ja ein vergemeinschaftetes Politikfeld, da kann Deutschland sowieso nicht alleine agieren, sondern es geht über die Europäische Union. Da würde ich sagen, dass es schon immer, also dass es seit Jahrzehnten ein Nebeneinander und Miteinander von bilateralen Ansätzen und multilateralen Ansätzen gegeben hat. Seit langem verfolgt die Europäische Union die Strategie, Handelsabkommen zu verhandeln und abzuschließen und gleichzeitig eben auch in der WTO sich zu engagieren. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, ganz genau auf die WTO zu gucken und mit den Amerikanern schnell in den Dialog zu treten über den Generaldirektor, denn die WTO hat im Moment keine Führung und das braucht sie ganz, ganz schnell. Da muss man ganz schnell über den Streitschlichtungsmechanismus, gerade das Berufungsgremium sprechen, weil wir im Moment kein ordentliches System haben, womit wir internationale Handelskonflikte lösen können. Das dann unbedingt gesprochen werden. Und das Dritte ist, wir müssen mit den plurilateralen Initiativen, wo wir beide Interesse dran haben, weiterkommen, also E-Commerce beispielsweise, Digitales, aber eben auch Umwelt und Klima. Denn sonst läuft uns in dem Politikfeld der Ordnungsfaktor, der große ordnende Faktor international davon. Und das ist für uns alle total fatal. Wenn ich direkt da noch eine Anschlussfrage stellen darf, wird auch in einigen Fragen aus dem Publikum adressiert. Wie können wir es denn vermeiden, dass wir in dem jetzt beginnenden Dialog mit der Biden-Administration uns gewissermaßen festbeißen in den eigentlich ausgetretenen Debattenfaden? Nord Stream 2, 2%-Ziel. Also wird es uns gelingen, sozusagen diese Themen auch anders anzugehen und uns nicht da festzubeißen? Ich weiß nicht, gibt es... Ich wollte noch eine kleine Aufklärungsfrage, eine kleine Sache sagen, aber ich würde sagen, vor allen Dingen dadurch, dass wir uns nicht hinsetzen und warten, bis die Amerikaner uns fragen, was ist denn da mit Nord Stream 2? Warum zahlt ihr diesen hohen Preis? Ja. Sondern, dass wir sagen, es gibt neue Projekte, es gibt eine weite Dimension von gemeinsamen Aktivitäten, die wir entfalten müssen, weil wir uns in einer veränderten globalpolitischen, geoökonomischen Situation vorfinden und weil wir auch neue Antworten brauchen und nach diesen suchen müssen. Und ich glaube, dieses etwas größer stellen der Linse, auch von deutscher Seite und von europäischer Seite, das kann helfen, auch die bisher bestehenden Konflikte einzuordnen. Ich wollte, das war einer der Punkte, nochmal das unterstützen, was Heiner Braus gesagt hat zum Thema Nord Stream 2, was die Schwächung der osteuropäischen und mitteleuropäischen Staaten angeht. Und hinzu kommt
natürlich das energiepolitische und ökologiepolitische Argument. Wir können nicht auf der einen Seite einen European Green Deal mit einer klaren Strategie für Erneuerbare unterstützen und gleichzeitig die Gasimportkapazitäten erweitern, die fossilen. Auch das ist nicht unbedingt multilateral nach vorne gedacht. Und noch ein kleiner Punkt, weil das hatte mich jetzt ins Nachdenken gebracht, das Thema Flüchtlingspolitik vorkam. Ich gehe davon aus, dass gemeint ist, dass das Nichtschließen der Grenzen und Hereinlassen der Menschen 2015 als unilateraler Schritt gesehen wird. Es gibt natürlich auch manchmal so etwas wie, wir gehen voran und schauen, folgen die anderen. Ja, ich will das nicht in Bezug auf die europäischen Partner komplett in Abrede stellen, aber manchmal gibt es auch einen solchen Schritt. Und ich glaube, dass auch hier in der Migrationsfrage, wir sehen jetzt gerade, was in Mittelamerika in Richtung amerikanischer Grenze unterwegs ist, auch die Migrationsthematik ist ein Thema transatlantischer Kooperation, denn die Migrations, das haben wir bei der Diskussion im Global Compact on Migration gesehen, die Migrationsproblematik ist keine europäische und ist keine nur zwischen Afrika und Europa oder zwischen Krisenherden und Europa. Es ist eine globale und die global und multilateral anzugehen, das ist auch eine der Chancen, die sich jetzt ganz neu bieten. Vielen Dank, Ellen. Kann ich noch was dazu sagen, David? Bitte, ich würde noch gerne eine Frage stellen aus dem Publikum, aber zunächst zurück an dich. Okay. Noch 3 Minuten. Also ich glaube nicht, dass Joe Biden es darauf anlegt, sich mit uns festzuzurren wegen der 2%. Aber wir kommen aus der Verpflichtung nicht heraus. Und die 2%, die Zahl ist ja kein Selbstzweck. Sie steht ja für die Notwendigkeit, dass Deutschland als die zentrale europäische Macht in der Mitte Europas, die vor allem in einer Krise unsere osteuropäischen Nachbarn unterstützen und verstärken müsste, wir dazu die Fähigkeiten noch nicht haben, sie aber unbedingt entwickeln müssen. Und daran werden uns die Amerikaner, auch unter Biden, an dem Willen, das zu tun und den Erfolg, das herzustellen, vor allem aber unsere europäischen Partner, übrigens auch Frankreich, in der Zukunft messen. Es wird also nicht so sehr ein bilaterales Problem, sondern ein allianzpolitisches Problem. Vielen Dank. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, welche Ressourcen hat eigentlich jetzt Biden, um sich überhaupt um transatlantische Themen zu kümmern. Er hat erstmal ein tief gespaltenes Land, viele innenpolitisch unter immensem Druck. Also insofern ist die Frage, welchen Spielraum gibt es dort überhaupt? Aber die Frage können wir uns ja auch stellen auf dieser Seite des Atlantiks. Manfred Bohr fragt, wenn man auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf schaut, gibt es überhaupt die Möglichkeit, eine koalitionsübergreifende offene Hand in Richtung Biden mit konkreten Angeboten auszustrecken? Allein bei den Aspekt nukleare Teilhabe, 2%, hier gibt es doch überhaupt keine allgemeine Position. Wen adressieren wir da eigentlich, wenn doch unsere Adressaten, und wir haben ja unser Papier auch an die deutsche Politik gerichtet, doch auch in all diesen Punkten überhaupt nicht einig ist. Thomas, nimmst du das Schlusswort? Ja, selbstverständlich gibt es auch eine offene Gesellschaft in der Bundesrepublik. Also die wollen wir nicht übersehen. Und wir müssten uns hier auch nicht hinstellen, gäbe es einen allgemeinen Konsens über diese Frage, dann wäre langweilig, was wir hier sagen würden. In meiner idealen Welt wird sich die Bundeskanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten in einem ihrer ersten Treffen so etwas Ähnliches vornehmen und sagen, was sind eigentlich die 3 Punkte, die wir miteinander vereinbaren müssen, wo wir nicht im Klein-Klein sind, sondern, wie du es gesagt hast, Ellen, die Linse größer stellen. Und was sind die 3 wesentlichen Übereinkünfte, die wir schaffen müssen? Dabei werden selbstverständlich die innenpolitischen Begrenzungen auf beiden Seiten von Biden und von Merkel oder ihrem Nachfolger eine Rolle spielen müssen. Und trotzdem ist unsere Aufgabe zu sagen, was ist die Messlatte, an der wir einen Neustart messen müssen. Und das, glaube ich, kann nur über eine China-Kooperation, über eine Welthandelskooperation und über eine NATO-in-Europa-Frage geschehen und über sozusagen Startrampenthemen wie Covid und ein Menschheitsthema wie Klima. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Thomas. Das war mal eine sehr konzise Zusammenfassung eigentlich wirklich der zentralen Punkte unseres Papiers. Vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Thomas Kleine-Brockhoff. Vielen Dank an Ellen Überscher, an Heinrich Braus und an Stormy Mildner für euren Input. Und vielen Dank an unsere Zuschauer und Zuschauer für ihre klugen Fragen. Und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Tag und
herzliche Einladung. Eine feierliche Inauguration, die wir alle mit Spannung verfolgen werden. Vielen Dank. Vielen Dank an dich.